Eine druckfrische Banknote, unterstrichen mit einem Hauch Sexiness. Wie findet ihr den Duft allgemein? Das ist ein bisschen Karton jetzt doch noch irgendwie. Genau, richtig, ja. Weiß nicht. Was hat schon etwas von einer Tausigernote? Das war auch das Ziel. Natürlich noch hoch Sexiness. Natürlich noch hoch Sexiness haben wir auch drin im Duft. Und das Ganze ein bisschen abrundet. Das ist Kappis, oder? Massage, nachher entspannt, relaxen im Whirlpool, was nach einem typischen Wellnessprogramm für Erwachsene tönt, könnte neu auch die kleinsten. Zu Wipkingen gibt es das erste Babyspa von Zürich. Der 4,5 Monate alte Leonardo ist regelmäßig am Wellnessen. Unnötiger Luxus oder ein Verwöhnprogramm, das Babys beruhigt? Das berichtet Oliver Spieser. Im Babyspa gibt es zuerst eine Bäuchli-Massage. Der 4,5 Monate junge Leonardo plagt Bauchkrämpfe, Bleigen und Verstopfungen. Seit 4 Tagen hat er nicht mehr gross in die Windeln machen. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ich hoffe, das tut dir gut, Kleiner. Oh ja. Oh ja. Nach der 10-minütigen Massage geht es für 20 Minuten ab in Whirlpool sprüdeln. Sogenannte Floating. Eine halbe Stunde Wellness kostet im ersten Babyspa von Zürich 89 Franken. Damit es an der Basler Herbstmesse in einer Woche zu keinem Maskenkursdebakel kommt, verkaufen die Organisatoren schon jetzt Tickets an jene mit gültigem Covid-Zertifikat. Sie haben das Pantalier jetzt genau. Nein, dann können Sie es vergessen, es ist ein Bärenweich. Läuft doch nicht eine Woche, wenn man so ein Ei kommt. Ich finde das Bärenweich. Warum machen Sie diesen Fortbezug? Damit Sie ein paar Leute kontaktieren können, wenn Sie da schon mal einen Platz haben. Nein, dann stand ich den an, wenn ich will. Also, ja. Wieso wollen Sie kein Bändeli? Ich will schon ein Bändeli, aber ich laufe doch jetzt nicht eine Woche mit einem Bändeli am Arm rum. Und noch eine kleine Botschaft an die glücklichen Vorverkaufsticketbesitzer. Ey, meinst du, bist du krass, wenn du Bandeli hast, oder was? Entweder werden es an Wiel gerade ein Haufen Leute 50 oder jemand hat keine Lust mehr zum 50 zu fahren. Über Nacht verschwindet Anfangsmonat im Dorf gerade 4 Verkehrstafeln. Mittlerweile ist wieder alles beim Alten und die Tafeln sind neu montiert. Anfang Oktober hat es an den Fronackern und der Völdrietstrasse an Wiel noch ganz anders ausgesehen. Dort, wo man sonst das Tempo ablässt, ist ein Loch. Skandal! Dass man Zeug kaputt machen muss, die andere schädigen, weiss ich nicht. Wir waren auch jung, aber wir haben nie so Scheiße gemacht. Ein Streich von den Jugendlichen, oder, die nicht wissen, was sie machen. Dann trinken sie vielleicht ein bisschen zu viel, oder? Und dann haben sie immer dumme Ideen im Kopf. Hey, everybody! Look, I'm the funniest guy in the world! Wenn die Technik nicht mehr funktioniert, müssen Radiomoderatoren kreativ sein. Aber auf so eine Idee können nur Aargauer kommen. Kurze Ratlosigkeit im Studio von Radio Argovia. Ein technischer Blackout bringt Moderatoren gestern Abend aber so richtig ins Schwitzen. Reden funktioniert noch, Musik kann man keine mehr abspielen. Und was jetzt? Die Tiergeräusche stammen nicht aus dem Zoo, sondern aus dem Radio Argovia Studio. Angefangen hat das Ganze kurz nach der 6, aber zuerst so. Und da scheint irgendwie gerade gar nichts zu funktionieren, irgendwie technische Störungen. Ich bin hier raufgekommen aus dem Studio und dann hat es geheißen, hey, die haben ein mega Problem. Du kannst doch auch in Schnurren gehen und schauen, ob du kannst helfen kannst. Die Musik geht nicht. Dann dachte ich, ja, okay, gehen wir mal rein schauen. Und dann haben die hier Tiergeräusche gemacht. Dann dachte ich, ja, machen wir auch hier mal Tiergeräusche. Aber ich finde Schöfli besser. Darf ich Schöfli noch machen? Mach Schöfli. Mäh! 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 Du kommst schon immer im Fernsehen. Weißt du nicht, wie das Fernsehen funktioniert? Ich habe eben gemeint, das Fernsehen sei so eine Kiste, so gross wie ein Fernsehen, und ich müsste dann dort reinkriechen. Ich liebe dich. Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, der Wetterbericht ist heute leider ein bisschen traurig. Draussen hageln es Katzen. Ich würde sogar sagen, es regnet so fest, wie wenn es Kühe hageln würde. Klingt komisch, ist aber so. Schneeweiße Dorfbrunnen,
Zeppin ist sich nicht sicher, ob das gut aussieht. Mir gefällt es recht gut. Es ist einfach gewöhnungsbedürftig. Man ist sich noch nicht gewöhnt. Sie leuchten einfach ein bisschen mehr. Es fällt mehr auf. Die Beschichtung bei einer spezialisierten Firma in Auftrag gegeben hat der Amtsleiter vom Bauamt Rebstein Marbach, der Roman Gruber. Das soll die Brünne wieder dicht machen. Für ihn wird das Thema zu heiß gekocht. Der Farbe hier oben, sagen wir jetzt von der Wasserlinie über die Kante, da muss man sagen, ist Zell rausgekommen. Für die 12 Brünnen haben die Gemeinden insgesamt rund 50'000 Franken ausgegeben. Skandal! Wir haben unter anderem die Idee, für weitere Produktlinien zu machen, also weitere Notensets von 10er bis 200er Noten, wie auch eine Badekugel. Wer von euch hat schon nicht immer meine Schuhe im Geld baden? Mit einer Badekugel ist das wirklich möglich. Da muss man nicht ein Parfüm kaufen. Man kann wirklich die Kugel kaufen, sich mal im Geld baden. Ich glaube, das will doch jeder von uns einmal.